Ja, Herr Güllmann, jetzt sind wir oben bei Ihnen hier in der Bank mit einem tollen Ausblick über die Stadt, die Bistumsbank oder Bank des Bistums Essen. Vielleicht sagen Sie einfach ein bisschen, was die Bank eigentlich macht. Ja, zunächst einmal muss ich Sie korrigieren. Wir heißen Bank im Bistum Essen. Das ist nämlich ganz wichtig, weil wir eine genossenschaftlich organisierte Bank sind, die über 4.600 Mitgliedern gehört. Also wir sind nicht die Bank des Bistums, sondern die Bank im Bistum Essen. Wir sind eine Spezialbank. Wir konzentrieren uns auf die Finanzierung der Gesundheitsbranche, der Immobilienwirtschaft und natürlich auch, wir gestalten die Energiewende mit, indem wir halt erneuerbare Energien finanzieren. Wir sind eine nachhaltige Bank, eine Größe 5,6 Milliarden Euro Bilanzsumme, 150 Mitarbeiter, sind deutschlandweit tätig und finanzieren halt Projekte im sozial-karitativen Bereich, aber natürlich auch ökologische Projekte jedweder Art. Hier im Ruhrgebiet ist ja die ganze Transformation der Wirtschaft eigentlich sichtbarer als fast in allen anderen Bereichen Deutschlands. Wir haben hier viele Themen, also auch Ausstieg aus der Kohle und so weiter. Und Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man in diese erneuerbaren Energien investieren. Wie nehmen Sie das hier wahr, eigentlich vor Ort? Also das Ruhrgebiet ist eigentlich eine Region, die schon seit den 60er Jahren in einem Transformationsprozess sich befindet. Und damals war die Antwort, und die ist auch heute noch richtig, dass man insbesondere auf die Ressource Bildung gesetzt hat. Deswegen sind wir hier eine Region mit der dichtesten Hochschullandschaft in Europa, wo ganz viele Universitäten, Fachhochschulen und andere Institute sich angesiedelt haben. Und das ist natürlich auch die Perspektive für die Zukunft. Gleichzeitig bleiben wir aber auch Industrieregion. Und wir haben Industrie und die wollen wir auch behalten. Umso wichtiger ist diese Transformation der Industrie in eine saubere, ja, in eine saubere Perspektive. Wenn man sich die Diskussion anguckt über ein grünes Stahlwerk oder die Produktion von grünem Stahl, wie ThyssenKrupp sie zurzeit führt, oder auch, wie schaffen wir es, eine Infrastruktur in diese Region hineinzubekommen, die grünen Wasserstoff liefert, dann sind das zwei Herausforderungen, vor denen diese Region steht. Jetzt ist es ja so, Sie waren in Ihrem früheren Leben mal für das Beteiligungsgeschäft der NRW Bank verantwortlich und sind dann in diese neue Funktion gekommen vor einigen Jahren. Was ist denn eigentlich so der Unterschied von Ihrer Bank zu dem, was zum Beispiel so eine NRW Bank macht? Also redet da die Kirche mit oder ist das genauso professionell? Also einige können sich das ja vielleicht gar nicht so vorstellen. Nein, also die Kirche redet überhaupt nicht mit, sondern wir betreiben professionelles Bankgeschäft mit einem sozial-ökologischen Anspruch. Unser Prinzip ist Fair Banking, also wir versuchen, unsere Kunden fair zu beraten und ihnen nur die Produkte anzubieten, die wir auch in einer ähnlichen Situation für uns selbst in Anspruch nehmen können. Wir haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Wir sind, wenn man so will, eine sozial-ökologische Bank, die auf einem christlichen Wertefundament agiert, aber die Kirche bestimmt hier nicht mit. Wenn man vielleicht den Unterschied betrachten darf, natürlich machen wir keine Start-up-Finanzierung, was ich lange Jahre gemacht habe und auch mit großer Leidenschaft gemacht habe, wo ich immer noch sehr von überzeugt bin, dass Start-ups, Venture Capital für die Volkswirtschaft, auch für die Transformation einer Volkswirtschaft von großer Bedeutung sind. Aber was wir machen, wir finanzieren halt die Transformation auf der Kreditseite einer Volkswirtschaft. Und das ist vielleicht auch eine Parallele zwischen einer Förderbank und einer kirchlich orientierten Bank, wie wir das sind. Wir finanzieren Transformationsprozesse und das geht nur durch gute Ideen, die man hier wie dort hat. Jetzt ist es ja so, all die Features, die Sie nennen, also Ökologie, Werte, die wichtig sind, ja, also ist ja auch ein Thema bei Impact Investing, ein Genau. großes Thema. Die Politik müsste Ihnen ja eigentlich die Tür einrennen, weil das ist das große Thema der Wirtschaft, was im Prinzip jetzt sowohl politisch, ja, als auch, sage ich mal, in der Wirtschaft vorangebracht werden muss. Sind Sie da jetzt ganz angesagt? Merken Sie, dass das jetzt sozusagen, ja, Ihre große Chance auch nochmal ist, mehr zu machen? Es ist auf jeden Fall eine große Chance, wenn man sich den ökologischen Wandel dieser Gesellschaft anguckt. Das ist ja ein Thema, womit wir groß geworden sind. Nachhaltigkeit ist bei uns ja schon etwas, was wir durchdeklinieren, bis hinein in jede einzelne Finanzierung. Nun rennt uns die Politik zwar nicht die Bude ein, aber das, was wir machen als Geschäftsmodell, ist politisch en vogue.
Und insofern fühlen wir uns gut aufgestellt, weil auf der einen Seite zu investieren in soziale Infrastruktur ist ganz wichtig, weil das ist auch ein Stück weit der Kitt, den unsere Gesellschaft zusammenhält, hierzu einen Beitrag zu leisten und andererseits einen Beitrag für eine funktionierende Energiewende zu leisten. Das ist, glaube ich, nicht nur die Aufgabe dieser Bank, das ist die Aufgabe unserer beider Generationen, dass wir das hinkriegen in diesem Jahrzehnt. Und da wollen wir einen Beitrag leisten. Nun könnte ja auch die Meinung vorherrschen, diese Investments in diese, sage ich mal, zukunftsorientierten Richtungen, aber vor allen Dingen auch dieses Social Impact, damit kann man nicht so richtig Geld verdienen. Jetzt ist unsere Branche ja doch oft sehr renditeorientiert. Würden Sie sagen, da kann ich Ihnen was, kann ich Ihnen sagen, dass es eigentlich anders ist oder wie sehen Sie das? Ja, auf jeden Fall. Also man kann mit sozialen Investments auch Geld verdienen. Ein schönes Beispiel ist der Bereich der Mikrofinanzierung, den wir weltweit machen. Wir investieren in über 30 Ländern dieser Erde, vor allen Dingen Schwellenländern, Geld, indem wir Mikrofinanzinstitute refinanzieren. Und diese geben dann vor Ort dieses Geld an Kleinstgewerbetreibende heraus. Und dass das durchaus erfolgreich ist, konnte man auch erst im letzten Jahr wieder sehen, wo wir eine Rendite zwischen 3 und 3,5% für unsere Anleger erwirtschaftet haben. In einer Zeit, die ja global von ganz vielen makroökonomischen Herausforderungen geprägt war, in einer Zeit, wo global eine Pandemie herrschte. Das zeigt einmal mehr, man kann Gutes tun in diesen Ländern und man kann trotzdem für die Anleger Renditen erwirtschaften. Und das tun wir eben übrigens auch hier in Deutschland. Wenn man sich anschaut, wir haben letztes Jahr eines der besten Jahresergebnisse in der Geschichte der Bank erwirtschaftet. Wir schütten 3% an unsere Anleger auf. Also Rendite und soziale Verantwortung ist kein Widerspruch, sondern gehören zusammen. Jetzt würde ich gerne noch mal persönlich fragen, wir sind ja mit dem Chancenmacherbus unterwegs. Wenn Sie noch mal so an Ihre Zeit, vielleicht privat, beruflich, je nachdem, wie Sie antworten wollen, zurückdenken, was war denn die größte Chance, die Sie im Leben ergriffen haben? Naja, privat auf jeden Fall die Chance, die Geburt meiner Tochter mitzuerleben, ein Kind aufwachsen zu sehen, das ist immer das Größte, was es einfach gibt. Und die größte Chance ist sicherlich hier bei dieser Bank anzufangen, nämlich eine Bank, die sich wirklich eine Philosophie auf die Fahnen geschrieben hat, die die Welt ein bisschen besser machen will, und zwar als Bank und als Banker. Banker haben ja einen ziemlich schlechten Ruf, fast so schlecht wie Politiker den haben. Und ein Gegenbeispiel darzustellen, dass wir vielleicht die guten Banker sind, die etwas bewirken mit dem, was wir tun. Wir sagen ja auch, wir geben ihrem Kapital eine andere Richtung, eine sozial-ökologische Richtung. Das ist unsere Philosophie. Insofern ist das sicherlich eine gute Entscheidung gewesen, hier bei der Bank im Bistum Essen sich zu engagieren. Ja, vielen Dank, Peter Güllmann, ein echter Chancenmacher. Und vielleicht dürfen wir mal wiederkommen und werden dann über weitere Projekte reden. Herzlich gern.